man muss bedenken, Peter Stöger zum Beispiel war bei Dortmund Trainer, ja. Es war eine begrenzte Arbeitszeit, war von vornherein klar, dass er das nur bis zum Ende der Saison machen würde, hat das im Herbst übernommen und hat dann sie in die Champions League geführt. Und Roman Weidenfeller war dort Torhüter, der war eine Ikone eigentlich bei Dortmund und war nur Ersatz unter Peter Stöger. Und bei seinem Abschiedsspiel von Weidenfeller hat er dann zwei Trainer sich aussuchen können, die auf der Bank sitzen. Einer davon war Jürgen Klopp und der andere Peter Stöger. Und bei Peter hat er eigentlich nie gespielt, aber er hat dann zu ihm gesagt, ich habe gesehen, was du mit dieser Mannschaft gemacht hast, was du geleistet hast hier, und großen Respekt, und deshalb hätte er ihn eben gern auf der Bank sitzen bei seinem Abschiedsspiel.